Heute geht's mal wieder zum Karpfenangeln und eine der bekanntesten und wichtigsten Stellen ist hier diese kleine Schniepi, dieser kleine Zipfel und hier werfen wir gleich raus auf circa 15 Meter und dann gucken wir, was da geht. Also raus mit den Ruten, 15 Meter Clip. Auswerfen das Ganze hier auf entspannt und das Schöne ist, wir sind jetzt hier gerade mit der ganz klassischen Haarmontage unterwegs. Ich sehe gerade, ich glaube, ich habe noch nicht mal die 15 Meter gerade. Ich werfe mal ein bisschen weiter. Jawohl. Also zwischen 10 und 15 Meter. Ausgeworfen. Erste Fische, noch nichts im Kescher. Und es fängt sofort an, keine Futtermische drin, gar nichts drin. Das ist das absolut beste Zeichen, wenn ein Spot schon funktioniert, ohne dass man da irgendwie was gemacht hat. So soll das sein. Das Ganze, ja, soll richtig gut laufen gerade. Und zwar mit Tintenfisch und Co. Wir gucken uns das gleich im Detail nochmal an. Und wir basteln natürlich auch gleich noch eine passende Futtermische dafür. Na guck, der erste Schuppi schon drin. So soll das sein. So, direkt wieder raus damit. Ausgeworfen und die zweite Rute zuppelt. Ja, genauso soll das. Perfekt. Und da ist auch schon wieder was dran. Jawolski. Also, so soll das. Zuletzt hatte ich ja das Video gemacht mit dem Kaviar. Das war auf dem bekannten Spot direkt am Tümpel auf 40, 133, wenn man da einfach nur mit Pop-up unterwegs ist. Was man natürlich halt hier schon schön machen kann, bevor man also Pop-up hat. Das ist ja hier hinten erst. Man kann klassische Haarmontage ja schon sehr schnell verwenden. Auch hier lohnen sich 3 Skillpunkte drin. 3 Punkte in klassischer Haarmontage bedeutet einfach, dass man eine höhere Fangtechnik quasi verwendet oder geskillter darin ist und die Wahrscheinlichkeit auf größere Fische quasi gesteigert wird. Und das nutzen wir natürlich aus. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere klassische Haarmontage und das Ganze zusammengebaut eben hier auf Tintenfisch. Komplett Tintenfisch, eine Futtermische basteln wir am besten auch noch gleich dazu. Icy hatte das im Discord gepostet, ganz aktuell jetzt hier auch mit der Haarmontage, mit einem 1er bis 1.0er Haken hat er geschrieben und ja, das Ganze lübt und es sind tatsächlich auch verschiedene seltene reingegangen. Geister, Schuppenkarpfen und Geister, Spiegelkarpfen beziehungsweise auch Albino mit reingegangen. Das ist natürlich sehr, sehr angenehm. Und ja, das nehmen wir auch gerne mit. Ich hoffe, dass da was reingeht in der Art. Ich bin jetzt hier relativ fein und klein unterwegs. Ihr seht hier nur 15er und 16er Boilies beziehungsweise Pellets. Das heißt, wir sind mit kleinem Köder auf relativ kleinen Haken unterwegs, also einen 1er nur. Und so muss das eigentlich reichen. Wir bauen jetzt dafür am besten gleich auch nochmal eine Futtermische zusammen. Weil das ja hier jetzt nur 15 Meter ist, können wir uns halt entscheiden, machen wir eine Bällchenform, machen wir die Rakete, machen wir das fürs PVA. Ich würde sagen, weil es simpel ist und weil das jetzt hier auch mit der klassischen Haarmontage auch eher simpel und einfach ist, machen wir auch einfach nur die Bällchen. Hatte Icy auch verwendet, genau. Und da als Basis drin Maismehl, Tintenfisch Feed Pellets in 10 und 15 und das Ganze hier auch nochmal mit Tintenfisch und Kräuter Feed Pellets in klein, 6 und 3 müsste es sein, genau, und das Ganze mit Fischöl abgerundet. Also das wäre auf jeden Fall eine gute Variante. Ich hatte ein bisschen mit dem Maismehl, ob man da nicht vielleicht sogar eher noch irgendwas in Richtung Erbse oder sowas nimmt, also was so ein bisschen würziger, ein bisschen grünlicher ist. Also das wäre durchaus eine Variante. Maismehl finde ich ist immer ganz gut so für eher süßliche Komponenten. Aber ja, scheint ja zu funktionieren, denn auch die Trophy ist bei ihm reingegangen. Und zwar Schuppenkarpfen-Trophy mit 24 Kilo. Wenn man sich jetzt hier natürlich hinstellt mit einem kleinen Setup und man hat vielleicht nur um die 14 Kilo an Bremskraft, wird es hier tricky. Da würde ich dann vielleicht doch versuchen, eher auch eine geflochtene Schnur zu nehmen, damit man ausreichend Schnur
auf dem Setup hat, auf der Rolle hat. Denn die Fische haben halt hier jegliche Möglichkeit, weit abzuhauen. Und wenn man was wirklich Großes drauf hat und man kriegt die nicht irgendwie gelenkt, hier rüber gelenkt vielleicht, oder vielleicht in diesem Bereich rüber gelenkt, dann sind das eben so viele Meter, die abhauen können, die großen Karpfen, dann wird man wahrscheinlich leer gespult. Sowas passiert natürlich hier in dem Bereich, klassische Stelle, oder hier dann am Tümpel passiert sowas natürlich eher seltener, dass man dann leer gespult wird. Aber hier durchaus eben die Möglichkeit, dass man eben hier auf die Weite, ja, dass man dann einfach den Karpfen nicht mehr halten kann, gerade wenn man mit so einer kleinen Rute oder mit wenig Bremse unterwegs ist. Also, wir tüddeln das mal eben hier zusammen. Machen wir mal eine Tinte, machen wir Tinte Bernie Futtermische. Alles mit Tintenfisch. Maismehl war, wie gesagt, von Eisi die Futtermische. Die hat auch gut funktioniert. Weizenmehl ist auch nochmal eine Möglichkeit. Roggenkleie schwebt mir auch gerade noch vor. Auch sehr schön würzig. Ich glaube, ich nehme sogar Roggen statt Erbse. Erbse oder Roggen? Ich glaube, ich nehme mal Roggen. Und dann machen wir das Ganze hier mit Tinte. Tintenfisch, Feed Pellets. Und hier gibt es ja verschiedenste Variationen. Wir nehmen mal hier die Zähne auf jeden Fall rein. Tinte nehmen wir hier auch nochmal vielleicht in 7. Und dann machen wir das mit den Kräutern auch noch mit dazu. 6 mm Feed Pellets und Tintenfisch. 3 mm die kleinen, und das Ganze machen wir auch ruhig mit dem Fischöl. Gibt es Tinte? Es gäbe Tintenfisch. Tintenfisch oder Fischöl? Ich nehme Tintenfisch. Komplett auf Tintenfisch, das Ganze als Roggenkleie, als Basis, und dann raus damit. So, einmal, beziehungsweise wir machen mal zwei Stück davon her gestellt. Jawohl, der Zusatz, der ist mir jetzt schon abhanden gekommen, die Zehner. Und hier geht es weiter. Was man jetzt natürlich machen kann, wenn man das nicht so genau weiß, wie das mit der Entfernung ist, bei den 15 Metern, man kann jetzt natürlich eine Fiederroute nehmen oder hier die Fiedermontage dran bauen auf die Karpfenroute und dann die 15 Meter einfach auswerfen, also einen Schnurclip setzen auf 15 Meter und dann raus damit. Wir können das jetzt hier gleich ja einfach mal eben machen. So. Dann ist man auf jeden Fall auf Nummer sicher, dass man an der Stelle auf 15 Meter eben auch die Futtermische hat. Das heißt, wir packen die Route mal eben ein und ich nehme jetzt hier einfach meine Fiederroute und tue jetzt hier, das können wir eigentlich, wobei lassen wir einfach dran, einfach einen Wurm, irgendwas dran. Das bleibt ja eh nicht im Wasser. Und jetzt nehme ich mal hier 130 Gramm oder hier 100 Gramm, hier sieht man schon, zwei Portionen sind da drin. Zwei Portionen, Tinte, so, Tinte Bernie, hier ist es. Und jetzt setzen wir hier den Schnurclip auch auf die 15 Meter. Und jetzt müssen wir bloß gucken, das war das Ganze, ich mache das mal die Spitze ein bisschen härter. So, locker auswerfen, ja, das passt doch schon. So, zwei Stück sind drin, das heißt, wir werfen jetzt 5-mal aus an dieser Stelle und dann haben wir hier quasi eine Futterrakete. Natürlich nicht ganz so präzise, beziehungsweise auch nicht, man muss halt mehrfach werfen, aber durchaus eben eine Option, dass man jetzt hier diese Area genau auf 15 Meter geklippt für die Karpfenruten jetzt hier einmal den Spot anfüttert. Ohne dass man jetzt hier die Karpfenruten umbauen muss oder sowas, und dann abgeht. So, einmal noch und raus damit. Wir haben jetzt gerade 18 Uhr, das heißt jetzt gerade für die Abendstunden genau richtig. Futtermische ist draußen. So, das Ganze kommt jetzt hier wieder raus. Beziehungsweise ich nutze es wahrscheinlich später nochmal. Und dann jetzt hier auch wieder auf die 15 Meter. Zack, perfekt. So, und jetzt kann es losgehen. Das braucht jetzt natürlich immer noch so ein paar Minuten, bis der Spot dann richtig aktiviert ist durch die Futtermische, bis sich die Fische dann irgendwie, ja, bis die Population sich so ein bisschen geändert haben vielleicht und die Vorlieben der Fische, der Futtermische und der Köder angepasst haben. Und dann geht das gleich ab. Ich denke mal so gegen spätestens, ja, in der Abenddämmerung läuft es nochmal. Und morgens so gegen 4 Uhr, bevor es dann nochmal richtig hell wird, werfe ich dann nochmal 3-mal ungefähr nach. Das sind dann
ja, mit dem doppelten Korb sind das nochmal 6 Bällchen. Das reicht, also dreimal nochmal nachgefüttert für die Morgenstunden. Also vom Setup her gucken wir nochmal kurz rein. Alle gleich sind, alles gleich aufgebaut, 1er Haken, Pellets 15 und 16. Das alles eben auch wichtig für eine hohe Frequenz. Kleine Haken, kleine Boilies, kleine Pellets. Dip alles komplett auf Tintenfisch. Und das Ganze, wie gesagt, alles hier auf Haarmontage. Also durchaus möglich auch schon, wenn man im etwas kleineren Bereich unterwegs ist. Ja, und das Ganze geht halt tendenziell eben hier auf Schuppenkarpfen und Co. In den Beifängen waren aber auch drin, was auch typisch ist für die Aromatik, immer mal gerne einen Aaland, das kann gut reingehen. Es können auch durchaus mal die Barben mit reingehen. Und was eben auch das Schöne ist, das waren hier in dem Kescherbild 3 seltene, also wirklich Geister, Geister und Albino. 3 seltene Karpfenarten mit dabei in vernünftigen Gewichten, so um die 5 Kilo herum, kann man also ganz gut machen. Der Link zum Discord ist unterm Video, wenn du da nochmal reinschauen willst, der Gewässerkanal Bernsteinsee, da ist alles weiter im Detail beschrieben. Und guck mal da, bisschen gewartet und es zuppelt auf 2 los. Ja, zack, zack, so soll das. Perfekt, perfekt. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier nochmal eine Stunde durchziehen. Einfach mal gucken, was jetzt hier alles noch so reingeht. So soll das sein. Zack, und direkt wieder raus. Und dann geht's hier weiter. Geht sogar ein bisschen rein in die Bremse, sehr schön. Ah, sehr gut. Ja, nach den ganzen Seeangeln, Hochseeangeln, Meeresangeln ist das Plumpsangeln doch immer mal wieder entspannt. Einfach gechillt hier die Ruten auswerfen und man muss gar nicht viel machen. Nebenbei kann man noch Videos schneiden oder so und dann ballern hier die Karpfen rein. Ja, so viel dazu. Ja, kann sich schon sehen lassen. Ich denke, das wird jetzt hier in der nächsten halben Stunde auch noch deutlich weiter eskalieren. Ich hoffe, es hat geholfen. Wenn ja, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags, 19 Uhr, Petri.